Also gut. Willst du übrigens bei deinem Setup auch irgendwas noch ändern, außer den Laptops per se? Aktuell überhaupt nicht. Oh, hier ist ein Wildschwein, aber das Wildschwein, wenn es mich angreift, oh, das hat mich nicht gesehen. Ich bin halt wieder so jemand, der sagt, ja, gut, eigentlich bräuchte ich sie auch nicht, aber es ist halt schon, wie soll ich das sagen? Ich will ja eh, ich habe ja so, glaube ich, einen 2 Meter breiter Tisch selbst ein bisschen zusammengeschustert. Das ist eh alles zu breit, nimmt zu viel Platz ein, will eh schmaler gehen. Und 2 Meter auf 1,40, dann noch ein Regal von Ikea noch dazu packen, den ich halt den 3D-Drucker reinhauen kann. Ich habe 2 Hirschfälle, Till. Perfekt, damit ich eh viel mehr Material so gesehen auch verstauen kann. Aber eigentlich ein Grund, wieso ich einen neuen Tisch möchte, ist, weil er höhenverstellbar ist. Und kann ich vielleicht auch mal in Zukunft was im Stehen aufnehmen. Der oh, schon das, da wäre ich richtig, da bin ich richtig gespannt drauf. Da musst du mir dann die erste Folge schicken, die du dann im Stehen machst. Vielleicht merkt man dann einen Unterschied, weißt du? Ja, und was ich auch vielleicht auch so haben wollte, in Zukunft, einen Step weiter noch in die Zukunft gesehen. Es gibt ja auch solche Walking Pads. Solche Laufdinger, solche... Stepper. Also ja, wie soll ich sagen, solche Laufband maximal 10 km/h. Ah, damit du so ein Walk and Talk machen kannst. So. In dem Sinne, ja. Halt beim Let's Play oder auch heute. Junge. Einfach halt auch noch plötzlich Schritte gehen, ne? Dass wir anstatt hier nur rumsitzen, würde ich halt dann laufen, also gehen. Und eigentlich würde ich dann nur rum. Ja, nice. Das ist eine geile Idee. Das ist der eigentliche Grund bezüglich Fitness. In dem Sinne, dass man nicht die 2 Stunden, die wir jetzt wöchentlich hier verbringen, einfach nur rumdüdeln und rumsitzen. Also bei mir sind das ein bisschen mehr. Und eben dann auch laufen. Dann wäre dann da aber das Steckmikrofon etwas, was man in Betracht ziehen würde. An deiner Stelle. Ja, ich glaube aktuell. Scheiß drauf. Das ist nur eine Option. Also. Okay. Das ist Till, nicht, dass es unbedingt haben muss. Ja? Gib dir die Hirschfälle mal. Ja, wo bist du? Nein. So. Mein Gott, so. So, wo bist du hier? Zwei Stück angeworfen, dann kannst du schon mal einen Körperteil machen. Genau. Ah, und Wildschweine sind wieder hier. Ja, ich glaube, schlafen respawnt die Dinger. Geil. So, Wildschwein. Geben die auch Leder? Nee, oder? Die geben Lederreste und ich brauche ja 8 Lederreste. Oh, endlich. Jetzt kann ich mir einen Bogen bauen. Dann kann ich endlich mit Pfeilen. Ja, dann können wir Hirsche jagen, dann können wir uns eine Rüstung bauen zumindest. Dann kann ich wenigstens mal mit Pfeil und Bogen mich gegen den Troll versuchen. Dann mit dem Troll kann ich dann... Ja, du siehst, wohin das führt, ne? Ich baue mir mal eine Hose, da quietscht es ein bisschen. Ich dachte, da zieht es ein bisschen. So, Zinn nehme ich mal auf mich. Und ja, jetzt... Sag mal so, besser eine Hose, dann ist alles mal versorgt. Autsch. So, ich habe einen Kessel gebaut, Till. Jetzt können wir da nicht Essen auf unserer machen. Jetzt können wir zum Beispiel Wildschwein-Dörrfleisch machen, was uns 23 Gesundheit, 23 Ausdauer bringt und wir brauchen nur rohes Rindfleisch und Honig. Stimmt, da war ja was, ne? Oh, oh. Oh, oh, ja, das hört sich... Oh. Ja, gut. Das wird heftig. Gut, jetzt können wir schon mal besseres Essen zubereiten. So, ich stelle mal Wildschwein-Dörrfleisch her.
Oh, schwupps. Ich geb dir mal die Hälfte, ne? Mal die bis hier. Das hält 30 Minuten hin. Ja, kochen ist wohl doch nicht so schlecht, ne? Ja, da hinten ist es. Hier, bei mir. Till. Du, ich bin gerade am Bauen. Da, wo? Beim Stein. Achso, da wo's. Ja. Achso, da, Dörfleisch. Ja. So, dann baue ich noch hier ein Feuer. Und zwar baue ich das Feuer dann. So. Ist eigentlich okay, was ich hier gerade fabriziere, oder ist das gerade komplett daneben? Nee. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, da müssen wir noch mehr bauen. Wenn du, wenn du jetzt siehst, wo, wie dämlich ich eigentlich eine Feuerstelle hinplatziere, nur damit ich das Fleisch dann nachher grillieren kann, ja. Also. Hast du deine Steinaxt geupgradet eigentlich? Nö, noch gar nichts. Ich bin immer noch am Bauen. So, Baumstamm. Okay, wir müssen das Spiel wirklich nach alter, bekannter Staffel 1 Taktik spielen. Mhm. So kurze Frage. Ist die Breite okay? Jeweils links und rechts 5 raus? Ich komme gleich vorbei. Kann ich dir sagen. So, wenn meine Ausdauer natürlich das Ganze mitmachen würde. Okay, ich habe 111 Ausdauer, indem ich einen Honig, einen Pilz und eine Himbeere gegessen habe. Wow. Gut zu wissen. So. Also, wo bist du? Die Breite. Die Breite? Ja, perfekt, Till. Perfekt. Ist doch eher klein, oder? Hä? Ist doch eher klein in der Breite. In der Breite also. Ist es schmäler. Es ist, darum heißt es ja Langhaus. Du musst das sehr wahrscheinlich so lange machen bis zu den Bienen. Denke ich mal. Nee, also das ist jetzt. Wie das soll ich sagen? Nee, das wäre die Länge. Aha, ich dachte, baue, das ich sei baue, die Breite. Ich baue andersrum. Nee, 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 die Breite wäre zu unserem Haus aktuell. Also hier, wo ich stehe, wäre die Breite. Die baue ich noch ein bisschen drüber. Aber in die Länge hier, in aktuell. Die Proportionen wären korrekt. Proportionen wären korrekt, aber es ist noch ein bisschen zu wenig lang. Ja, würde ich auch sagen, ne? Ja, das ist das Einzige, was ich gerade zu bemängeln habe. Dann sind wir schon. Ich baue hier eine Kochstelle hin und neben der Kochstelle baue ich eine Kiste hin. Und die Kiste hat den einzigen Zweck, da drin liegt Fleisch zum Braten. Das ist der einzige Sinn und Zweck dieser Kiste. Das kann auch nicht vergammeln, ne? Nee. Doch. Nee, doch. Nee, nee, nicht das Spiel. Nein, Gott sei Dank nicht. Dieses Spiel haben wir hinter uns gelassen. War zwar nicht schlecht, aber da waren dann die Spinnen dann too much. Keine Ahnung, von welchem Spiel du sprichst. Ohne Witz. So, 21. Du, warum ist hier überhaupt Nebel? Haben wir irgendwas verpasst oder so? Oder bin ich ja, gerade so da? Wumpe. Ist gerade irgendwie. Das sieht auch so aus, als würdest du Auto fahren, Junge. Das ist wirklich extrem. Das ist übel schlimm. Warum, ich krieg warum die ist Krise. Das so? Das kommt vom Klima.
Ist es einfach so, weil dein Auto so dicht ist? Wenn du blöde gesagt, wenn du Fenster auf... Also aufmache, dann hört's auf. Genau, dein Auto ist zu dicht. Würde ich es behaupten. Das ist die einfachste Variante. Mein Auto besteht aus Aluminium. Das ist ein Grund, weil Aluminium leitet ja die Kälte besser. Als Plastik. Wenn du Metall mit Plastik ummantelst, dann kann das Metall nicht so gut Wärme leiten oder Kälte leiten. Ein Auto besteht aus Aluminium. Großteil. Du, ich weiß es echt nicht. Also es ist für mich ein bisschen... Ich kann es nicht erklären, weil ich hatte jetzt 2 Wochen ja Ruhe. Weißt du? Es ging im Elektromodus und jetzt plötzlich nicht mehr. Null. Nada. Niente. Als ich heute losgefahren bin nach dem Gym, bis kurz vor Luzern, sind ungefähr 30 Kilometer, hat das Auto über 30 Kilowattstunden pro 100 Kilometer gesoffen. Ja, das ist nicht so the best. Mein Verdacht ist, dass die Klima am Arsch ist. Die Klima ist eine Fehlkonstruktion. Also im Sinn von, das Klimagerät wäre ja nicht schlecht. Ich habe ja eine Wärmepumpe auch drin. Also eigentlich sollte ich ja energieeffizient fahren. Aber ich glaube, dass die haben mir ein defektes Klimagerät eingebaut. Ich kann es mir nicht anders erklären. Ja, wenn ich das Geräusch des Wärmetauschers höre, oh mein Gott, der hört sich an wie der letzte verrotzte Kompressor, der seit 10 Jahren nicht gewartet wurde. Als ob die irgendwie eine Waschmaschine mir eingebaut haben. Das ist ja genau die gleiche Sache zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ne? Also doch, das weiß ich. Genau gleich wie zum Beispiel Apple ja jetzt die 3-Nano-Chips, also 3-Nanometer-Chips einfach aufgekauft hat, komplett. Die ganze Produktion so gesehen. Ob das jetzt zum Beispiel auch diverse Firmen, ich sage jetzt mal aus Asien, wahrscheinlich größte Teil, auch gemacht haben und für den Rest, der zum Beispiel jetzt eben hinterherhinkt, aber nur CBFGH-Ware kaufen muss, so gefühlt. Du meinst den größten Müll, dass man das Monopol so ein bisschen hat und... Ja. Weil bei der Corona-Zeit wurde man ja kreativ. Da hat zum Beispiel BMW Waschmaschinen gekauft, um Motorsteuergeräte fertigzustellen. Die haben sie von der Waschmaschine ausgebaut, weil das günstiger war als so ein Chip, der dafür gemacht ist, zu nehmen. Ja, das sind alles so lustige Sachen, ne? Aber ich glaube, die und weitere werden wir in der nächsten Runde mal anteasern. Ach ja, ist schon wieder... Wir haben, glaube ich, 1 Stunde früh angefangen, oder? Ja. Oder sogar noch mehr. Ja, weil es heute einfach mal sich so ergeben hat, was richtig geil ist. Du musst ja morgen extrem. Normal raus, sage ich jetzt mal. Also Deutsch. Von meinen 8 Stunden Arbeit bin ich 5 Stunden nur am Autofahren. Du hast aber eigentlich ja 2, also hin und zurück, oder? Oder ist es komplett gerechnet mit hin und zurück? Nein, ich muss einmal in den Osten der Schweiz und am Nachmittag muss ich im Westen der Schweiz sein. Warum? Sitzung. Bausitzung. Ach so. Ich muss da dabei sein am Nachmittag, weil ja, der Architekt, ich verlange seit 3 Wochen eine Gesamtplanung von ihm, wie er jetzt die Baustelle planen will. Mhm. Er weiß bis heute nicht, wie er die planen will, gibt aber uns die Schuld, dass er wegen uns nicht planen kann. Nur ich kann ja nicht planen, wenn er mir ja sagt, was bis wann das Gebäude fertig ist. Ich kann ja nicht mal das sagen. Ja, der ist Chaot. Er meinte nur, es soll nicht mein Problem sein, ich soll einfach alles bestellen. Und ich sagte, ja, aber ich lager das Zeug nicht, das Lager kostet auch und so. Weißt du, weil das Ding ist, es ist nicht wie als Privatperson, wenn du etwas bestellst und geliefert kriegst. Dann haftest du ja ab dem Moment. Im Baugewerbe ist es so, ab der erfolgreichen Abnahme des vollendeten Bauobjekts, ab da an zählt die Gewährleistung für 2 Jahre. Sprich, wenn ich jetzt liefere,
Sagen wir mal, es geht kaputt wegen Sturm, andere Bauarbeiter fliegt drauf oder was auch immer. Mhm. Dann muss ich das Gerät gratis ersetzen. Mhm. Cool, interessant, ja. Du verstehst doch, warum ich nicht einfach alles auf Lager da liefer. Mhm. Ja, ja, logisch, ja. Weil wenn du eine gewisse Summe von Material hast, ein paar nur ein paar Tausender, dann ist ja der Fuck off. Komm. Mhm. Aber wir reden hier von projektspezifischen Produkten. Mhm. Ja, das Risiko will ich nicht eingehen. Und da mit solchen Sprüchen wie, nein, nein, da geht nichts kaputt, ja, Grüne hinter den Ohren bin ich nicht. Nicht? Nee, aber wir sind ja gerade voll Nebel und damit einen wunderschönen guten Abend. Wir haben die 2 Stunden erreicht und somit 8 Folgen heute gemacht. Ich glaube, so produktiv waren wir schon lange nicht mehr. Nein. Ja. Aber ja. Wir sehen uns. Jo, bis zum nächsten Mal. Ich finde den Weg nicht mehr nach Hause, aber das spielt auch keine Rolle, weil, ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüssi. Ciao, ciao.